Hallo meine Damen und Herren, hier nun ein weiteres Anwendungsbeispiel der Break-Even-Analyse. Stellen Sie sich vor, Sie müssen beurteilen, ob eine Neuentwicklung im Spezialmaschinenbau für Ihr Unternehmen Sinn macht oder nicht. Sie gehen in der Planung davon aus, dass es direkt zurechenbare Entwicklungskosten von 5 Millionen Euro gibt. Sie planen weiterhin variable Kosten für die Herstellung der Maschine von 220.000 Euro pro Stück. Sie gehen davon aus, dass es Fixkosten in Höhe von 1 Million Euro gibt, die anfallen, um Vorrichtungen zur Produktion der Maschine zu bauen und die Fertigungsunterlagen für die Maschine zu erstellen. Und Ihr Verkauf prognostiziert Ihnen einen Verkaufspreis von 490.000 Euro pro Maschine. Weiterhin sagt Ihnen der Verkauf, er würde in den 5 Jahren nach Fertigstellung der Maschinenentwicklung davon ausgehen, 24 Maschinen dieses Stücks verkaufen zu können. Nun die Frage an Sie. Würden Sie diese Neuentwicklung starten oder nicht? Bitte berechnen Sie dazu die Break-Even-Menge für diese Neuentwicklung und leiten Sie aus dieser Berechnung und den gegebenen Daten Argumente ab, die nach Ihrer Meinung für eine Maschinenentwicklung sprechen oder Argumente, die nach Ihrer Meinung gegen die angedachte Maschinenentwicklung sprechen. Bevor wir zum Abschluss der Break-Even-Analyse kommen, möchte ich allerdings nochmal 2 weitere Anwendungsbeispiele der Break-Even-Analyse darstellen. Im Rahmen des Fixkostenmanagements wird sie zum Beispiel angewandt, wie wir schon am Beispiel der Investitionsentscheidung gesehen haben. Ebenso wird die Break-Even-Analyse auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Investor-Relation-Marketing eingesetzt. Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einer älteren Presseveröffentlichung der QSC AG, in der sie den Break-Even 2-mal explizit erwähnt. Zum einen wird hervorgehoben, dass der Break-Even auf EBITDA-Basis erreicht werden wird und ebenso der Break-Even auf Cashflow-Basis erreicht werden wird. Hierzu ein kleiner Exkurs. Was bedeutet EBIT? EBIT bedeutet Earnings Before Interest and Tax. Das heißt, es wird der Gewinn von Unternehmen vor Abzug von Zinsen und Steuern betrachtet. Der Sinn dieser Betrachtung liegt darin, Unternehmen unabhängig von ihrer Finanzierungsart, denn diese wirkt auf die Zinsen, oder ihren Standort, denn dieser wirkt auf ihre Steuern, miteinander vergleichen zu können. Die Kürzel D und A stehen für Depreciation and Amortization. Das bedeutet Abschreibung auf sogenannte Tangible Goods, also Güter, die man anfassen kann. Und Amortization bezeichnet die Abschreibung auf Intangible Goods, also Güter, die man nicht anfassen kann. Nimmt man auch noch diese beiden Größen aus der Berechnung des Gewinns heraus, so erhält man als Vergleichsmaßstab zwischen verschiedenen Unternehmen einen Wert, der als Ergebnis aus der operativen Tätigkeit angesehen werden kann und weitgehend unbeeinflusst ist von unternehmensexternen Faktoren. Im konkreten Fall bedeutet es also, dass das Unternehmen davon ausgegangen ist, im Jahr 2003 auf Basis des EBITDA erstmals ein positives Ergebnis zu erzielen und im Jahr 2004 erstmals einen positiven Cashflow zu erzielen. Kommen wir zum Abschluss auf die Stärken und Schwächen der Break-Even-Analyse. Die Stärken der Break-Even-Analyse liegen sicherlich in der Vereinfachung einiger realer Rahmenbedingungen. Dies erhöht die Akzeptanz der praktischen Anwendung. Außerdem ist sie vielseitig einsetzbar und aufgrund der vorgenannten Vorteile in der Praxis weit verbreitet. Es besteht daher in der Regel wenig Erklärungsbedarf bei der Anwendung der Break-Even-Analyse. Als Schwäche kann man die zum Teil starke Abstraktion von realen Sachverhalten aufführen. Das Fazit ist, dass die Vereinfachung, die Kritiker ihr vorwerfen, zugleich auch die wesentliche Stärke der Break-Even-Analyse ist. Sie ist der Hauptgrund ihrer Beliebtheit in der praktischen Anwendung. Komplexere Formen, die von einigen entwickelt worden sind, werden allerdings sehr schnell so komplex, dass ihre sinnvolle Anwendung in der Praxis nicht mehr gewährleistet ist. Die Break-Even-Analyse ist also ein in der Praxis weit verbreitetes Controlling-Instrument, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, welches zur kurz- und mittelfristigen Erfolgsrechnung gerne genutzt wird.
Es wird immer wieder herangezogen, um Entscheidungen herbeizuführen, Chancen und Risiken abzuschätzen, Krisenanfälligkeiten abzuschätzen und um Sensitivitätsanalysen zu erstellen. Allerdings muss man immer die beschriebenen simplifizierenden Prämissen der Break-Even-Analyse bei der Bewertung ihrer Aussagen bedenken. Nachdem uns nun das Grundmodell ja hinreichend bekannt ist, überlegen wir nochmal gemeinsam, was passiert, wenn sich einzelne Rahmenbedingungen ändern. Erstens, wie wirkt sich beispielsweise eine Senkung des Stückpreises aus? Nun ja, eine Senkung des Verkaufspreises führt zu einem Abflachen der Erlösfunktion. Das Abflachen der Erlösfunktion wiederum führt zu einer Erhöhung der Break-Even-Menge. Also zusammenfassend kann man sagen, die Wirkung einer Preissenkung ist, die Menge, die zum Erreichen des Break-Even-Punktes notwendig ist, wächst. Der Break-Even-Punkt wandert also nach rechts. Zweitens, was passiert, wenn man nun die Erlösfunktion noch weiter senkt? Was passiert beispielsweise, wenn der Preis pro Stück auf das Niveau der variablen Kosten pro Stück gesenkt wird? Nun, dann verläuft die Erlösfunktion direkt auf der Geraden der variablen Kosten. Das bedeutet, sie verläuft parallel zur Gesamtkostenfunktion, was wiederum bedeutet, dass es keinen Schnittpunkt mehr zwischen der Erlösfunktion und der Gesamtkostenfunktion gibt. Es gibt also keine Break-Even-Menge mehr. Egal wie viel Stück verkauft werden, der Verlust des Unternehmens bleibt immer gleich, nämlich genau in Höhe der fixen Kosten. Nun haben wir also die kurzfristige Preisuntergrenze erreicht, denn langfristig sollten die fixen Kosten schon gedeckt werden. Drittens, senkt man allerdings den Preis noch weiter, so ergibt sich die hier dargestellte Grafik. Sie sehen, die Erlösfunktion liegt noch unterhalb der Funktion der variablen Kosten. Und wenn wir jetzt den Verlustbereich einzeichnen, so sehen wir, dass der Verlust bei zunehmender Verkaufsmenge immer größer wird. Liegt der Verkaufspreis also unter der kurzfristigen Preisuntergrenze, sprich der Preis pro Stück, der vom Kunden verlangt wird, ist niedriger als die variablen Kosten, die dem Unternehmen pro Stück entstehen. So nimmt der Verlust mit jeder verkauften Einheit immer mehr zu. Locker gesagt, geben Sie dem Kunden also nicht nur das Produkt, sondern auch noch Geld dazu. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Screencast. Tschüss!